Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village. Ja, wir sind hier immer noch in Haus Beneviento, nicht Schloss Beneviento, wie ich im letzten Part aus Versehen gesagt habe. Und wir haben ein kleines Gespräch mit, hieß die Bella? Die gute Puppenmacherin? Ich bin mir nicht sicher. Geführt, beziehungsweise sie hat uns gesagt, dass sie viel besser wäre als Rose, als Tochter, und dass sie bitte für immer da bleiben möchte. Ja, und danach haben wir so ein bisschen an einer Puppe, die Mia darstellen sollte, rumgetüftelt und haben ihr alle möglichen Körperteile abgenommen, um Rätsel zu lösen. Ja, jetzt ist diese Puppe weg, hier ist alles voller Blut, wir haben gerade ein Baby weinen hören und wir haben immer wieder Nachrichten aus dem Radio, das gehört von mir, wie sie meinte, dass Ethan auf gar keinen Fall erfahren darf und dass Ethan das auf gar keinen Fall erfahren darf und wie sie um Rose geweint hat und so. Und ich bin mir immer noch der Meinung, ich habe immer noch die Vermutung, dass sie halt den Pilz damals aus Resi 7 immer noch in sich trägt und dieser Impfstoff halt nur das unterdrückt hat eine Zeit lang. Und Rose das jetzt auch in sich hat und deswegen das Ganze passiert ist, auch mit Chris und so. Obwohl mir Chris immer noch nicht ganz gescheit ist und dadurch, dass Fotos von Mia hier existieren, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob das alles so aus freien Stücken passiert ist oder ob da vielleicht ein bisschen, ja, ne, ein bisschen dann rumgetüffelt wurde an ihm, so ein bisschen beeinflusst. Lass mich in Ruhe. Hier ist zu. Das ist nicht so schön. Hilfe. Hallo. Wir sind das erste Mal gestorben. Das war ein unerwarteter Tod. Wir sind das erste Mal gestorben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das passiert. Warum ist die Tür doch auch zu gewesen? Was soll denn das? Frech sowas. Das war ein riesiges Baby, aber in ekelhaft. Jo. Tschüss. Nein, ich sehe das nicht. Ich gehe dann mal, ne? Ich hoffe, das stört niemanden. Du weißt nicht, dass ich hier bin. What the fuck? Ich weiß nicht, dass ich hier bin. Nein. Nein. Weiß der, dass ich hier bin? Nein, okay. Gut. Was mache ich jetzt? Hilfe? Ich will da nicht raus. Ich will da nicht raus. Oh mein Gott.
Hilfe? Wo müssen wir hin? Well. Wir haben den Schlüssel für den Stromkasten, aber ich weiß nicht, welcher Stromkasten. Ist gerade das Problem. Wo ist denn hier ein Stromkasten gewesen? Haben wir das eigentlich schon gelesen? Ich glaube nicht, ne? Ich lese mal kurz ein bisschen, ne? Ich glaube, das stört niemanden. 9.2. Nachmittag, Altar. Rose wurde also auf 4 Flakons aufgeteilt und an 4 sogenannte Grafen ausgehändigt. Die Dimitrescu, Donna, Moreau, Heisenberg, Donna heißt die. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich auf Bella kam. Wenn ich alle 4 Flakons finde, kann ich Rose angeblich retten. Ich vertraue dem Duke noch immer nicht so richtig, aber eines ist sicher, ich werde alles tun, um meine Tochter zu retten. 9.2. Nachmittag, Berggarten. Ich habe in dem Nebel Mia gesehen. Was macht sie hier? Nein, sie ist tot. Das muss ich akzeptieren. Auch wenn ein Teil von mir es anscheinend nicht wahrhaben will. Ja, mir kriegt ein riesiges Monsterbaby hinterher. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig gerade. Ist das Vieh noch da? Der Stromkasten, oder? Ja. Warum ist denn der Weg eines Kindes? Ha. Wohin? Ich weiß es nicht. Ich will nicht hier sein. Können wir bitte durchschneiden? Oh, das geht! Oh, geil! Das war gerade was. Hä? War doch gerade was. Jetzt dunkel, stand doch gerade noch so ein... Okay, anscheinend nicht. Das ist doch Donna. Ich möchte hier raus. Ich will nicht hier sein. Verstecken. Finde ich gut. Auf der anderen Seite, oder? Ja, gut. Die kommt doch jetzt eh. Hä? Es ist dunkel. Also, weil ich die Sicherung rausgenommen habe. Deswegen ist es dunkel. Ich bin so dumm. No bitch.
würde gern speichern, wenn das möglich wäre. Das wäre geil. Ich hätte gern meine Waffe wieder. Ich nehme alles zurück. Ich möchte doch keinen... Ich möchte das Kapitel doch bitte sehr schnell beenden. Danke. Oh Gott. Girl. Hat sie mich erschrocken. Bitch. Verschwinde einfach. Ich weiß auch nicht, dass ich mich umdrehen kann. Das ist nicht richtig uncool. Shut the fuck up. Bitte verschwinde einfach. Was ist das? Warum ist das hier? Schau, Alter, was ist denn mit dir? Also weg. Diese Spur. Ugh. Boah, ist das gross. You are a disgusting little thing. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ach ja. Sehr schnell speichern. Nein. Wo kommt es da? Lauf, 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 lauf. Ich hab mich vertan. Wo ist die Tür? Die Tür ist weg. Die Tür ist weg. Die Tür ist weg. Fuck, 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 fuck. Tschüss. Ich
Ich bin nicht dein Dada, geh weg. Ich will nicht hier sein. Ich war hier mal ganz kurz entspannt, ne? Das stört niemanden. Wo ist das Vieh? Da kommt es. Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Warum renne ich hier hin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich renne einfach. Es war richtig dumm, jetzt hier hin zu rennen. Das ist der unglaublichste Unweg der Welt. Just leave me the fuck alone. Boah, diese Lache ist auch einfach so ekelhaft. Ich will nicht hier sein. Ich sehe nicht. Da ist das Vieh. Weil es gleich die Tür aufmacht, dann weine ich, ne? I'm not gonna lie. Lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Ich will nicht hier sein. Ethan, pst, ich muss hören, ob ich das Ding höre. Es ist auch gut, dass er sich nicht fragt, was das für ein Vieh sein soll. Warum bin ich hier? Ich will nicht hier sein. Er ist ja gar nichts. Ich save mal kurz. Ich muss nur noch zum Aufzug kommen, dann habe ich es geschafft. Der ist offen. Ich muss nur noch da rein. Das ist nicht offen. Wieso ist der nicht offen? Ethan!
Nein. Nein. Oh Gott. Okay, alles gut. Geh weg, Alter. Ekelhaftes Vieh. Meine Güte. Geht's dir gut? Bitch, was ist los? Warst du witzig, hm? Danke. Ich will speichern. Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Ich finde das echt nicht lustig. Bitch, wo bist du? Ich mag das nicht. Hä? Hier war ich doch gerade schon. Ich war hier schon. Hilfe. Ja, okay. Was soll das? Hier war ich schon. Scheiße. Hab dich. Aua! Was ist denn das jetzt hier? Was soll denn das? Ich finde das nicht gut. Ich mag das nicht. Hab dich. Gehst du mit Rose auch so um? Naja, Rose beißt mir nicht in den Finger. Hab dich. Das war der Bossfight? Echt? Oh, das wäre irgendwie einfacher zu dachten. Ich sollte nichts verschreien. Ich bieg das wieder hin. Was? Ach. Gut. Jetzt nichts wie raus hier. Ich würde gern speichern. Uiuiui. Ui, ui.
Gerissene Bande. Lakan mit Beinen. Angie. So. Heilen wäre gar nicht so schlecht, ne? Ich glaube, wir gehen jetzt kurz zurück und dann speichere ich kurz. Das war jetzt tatsächlich relativ schnell eigentlich. Hätte ich mich nicht mit gerechnet. Also es ist ja wirklich ein sehr schneller Bossfight. Aber gut, ich habe mir auch nicht vorstellen können, wie ich einen Bossfight gegen eine Puppe führe. Das hat schon Sinn gemacht jetzt, tatsächlich. Das war eigentlich gar nicht so schlimm, echt. Also, ich meine, gut, die hätte mich mit 2 Treffern getötet. Aber das war halt ein Versteckspiel. Das war jetzt nicht so dramatisch. Vor allem hat sie eben angefangen zu kichern, wenn man in der Nähe war. Das war schon okay. Gut, ich hätte nicht gerechnet, dass wir echt so schnell in einen Bossfight gleich verfallen. Vor allem einfach keine Möglichkeit zu speichern vor dem Bossfight. Das war ein bisschen crazy. Ich würde immer noch ganz gern speichern. Ich fühle mich hier unsicher. Habe ich eigentlich meine Waffe wieder? Ja, habe ich. Cool. Geil. Munition finde ich gut. Das hier kommt mir alles absolut nicht bekannt vor. Oh. Tachchen. Oh. Nee, lass mal, komm. Nee, Leute, komm. Nee, gar keinen Bock gerade. Ich würde echt gern speichern. Das wäre wirklich cool. Es muss hier irgendwann eine Möglichkeit geben, zu speichern. Nichts passiert, ich kotze. Gib doch. Wie viele kommen denn da? Ja klar, natürlich. Gar kein Problem. Ja, wollen wir doch schon weitere haben. Natürlich. Wie könnt ihr noch leben? Could you please die already? Gott, wie ich euch hasse, Alter. Das ist ja ungleich unglaublich. War's das? Danke. Okay, gut. Ich würde aber sagen, ich mache jetzt erstmal einen Cut für diesen Part von Resident Evil 8 Village.
Ich wollte eigentlich nur speichern, bevor ich das mache, aber ansonsten bekommt das hier echt eine krasse Zuüberlänge. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder und ja, bis dahin, ciao.